bald wird's hier anders aussehen, und zwar genau in einer Woche. Wenn ihr das Video seht, ist es dann schon 2 Tage später, weil das Video kommt Sonntag oder Montag. Ich habe dir was mitgebracht, lieber Eugen. Du hast mir was wiedergebracht, meinst du? Ja. Wohl behalten. Genau, unser Crosser ist wieder da. Tobi ist sozusagen durch damit. Wir können ihn euch wieder zur Verfügung stellen. Er geht nach der Frühlingsmesse einmal zum Service, kriegt einmal TÜV und dann ist das Ding wieder abfahrbereit. Wie du schon gesagt hast, in einer Woche am 27. 28. April bei uns Frühlingsmesse mit satten Rabatten, mit jeder Menge Fahrzeuge. Wir haben über 300 Fahrzeuge auf dem Hof. Es sind wieder zig Aussteller, die mit uns hier zusammenarbeiten. 25 habe ich gehört zuletzt. 25, ja. Und wir haben circa 150 Besucher, die sich jetzt schon angemeldet haben. Wenn ihr bei uns übernachten wollt, meldet euch gerne an unter der info@reisemobile-dillen.de. Und ja. Wir haben noch Platz. Übrigens noch 150 Wohnmobile sind gemeldet. Genau. Also hochmultipliziert werden das 250 bis 350 Menschen sein, die damit anreisen. Und ihr könnt auch kurz entschlossen herfahren. Wir werden mit dem Wetter wieder Glück haben. Das sind wir uns ziemlich sicher. Das Glück ist immer mit uns. In die Engel reisen, ja, oder? Aber ich muss euch eins sagen. Ich war ja jetzt seit gestern Abend da und ihr wart so fleißig. Das ist nämlich schon ein Riesenhandstand, diese Riesenflotte, die da ist, hübsch zu machen. Ja, es war, jetzt geputzt wurde, es waren lange Tage und da auch nochmal das großes Dank an Reisen, ja, und das Reisen mit dem Team. Wir haben halt richtig alle angepackt und schwenken mal einmal rüber. Du siehst ja schon, richtig, ne, die Ausstellung haben wir schön bestückt. Und da seht ihr es schon, es hat nicht lange gedauert. Die Preise gelten jetzt schon für die Messe. Und die ersten sind auch heute schon verkauft worden. Das heißt, schnell sein lohnt sich. Ja. Hier wird noch Platz geschaffen für die Händlermeile. Viele kennen es ja schon. Wir haben viele Wiederholungstäter, wie man so schön sagt, die wiederkommen, ja, weil es immer geil war. Unsere beiden Feste, die wir gemacht haben. Herbstfest letztes Jahr. Und dann natürlich das legendäre Frühjahrsfest. Genau, letztes Jahr, die Frühjahrsmesse war ja schon, sag ich mal, ja, ein Standing da. Es ist, glaube ich, überall viral gegangen und die Herbstmesse war genauso, absolut, schön. Und ich denke mal, jetzt zum Saisonstart, zur Frühlingsmesse, wird es auch super sein. Wir waren ganz stolz der Meinung, dass nach dem letzten Frühlingsfest ganz sicher war, dass wir im Camping Deutschland eine neue Art von toller Veranstaltung losgetreten haben. Und das haben wir alle honoriert und auch Kollegen haben, ja, gesagt, wow, was ihr da gemacht habt, war steil. War phänomenal. War richtig phänomenal. Du, eins muss ich dir beichten. Ich sag's auch den Zuschauern. Ich hatte neben mir einen LKW fahren vor ein paar Wochen. Ja. Und dann konnte ich einem Reifenteil nicht mehr ausweichen. Und ich sehe schon. Das hat dann da hochgeschlagen. Die geht auf meine Kappe. Somit ist es nochmal protokolliert und offiziell. Offiziell für alle. Ein bisschen getaped. Das aber hat keine äußeren Einwirkungen, das ist nur wegen am Halt, aber das hat, der trifft dich und dann ist mal so eine Ecke weg. Das, aber da siehst du ja, ne? Das beste Begleitmittel eines Campers ist immer WD-40 und Panzerband. Richtig, genau so sieht's aus. Ansonsten ist er tippitoppi. Du kannst auch gerne mal reingucken. Das gilt als Lieferschein. Und jetzt frag mich mal nach meinen Erfahrungen, was hat mir gut gefallen, was hat mir sehr gut gefallen. Was hat mir gar nicht gefallen und was könnten wir verbessern? Die Spannung steigt, was hat gar nicht gefallen? Das ist ein Wohnmobil. Alle kochen mit Wasser. Ja. Das ist so. Und der Wagen ist top. Super top, muss ich ehrlich sagen. Fahrgefühl 18 Zoll. Jeder, der sich das gegönnt hat, hat gesagt, nie mehr anders. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder? Man glaubt es nicht, zu dem 16 Zoll Fahrwerk auf 18 Zoll fährt er wie ein ganz, ja, anderes Auto. Es sieht schick aus, muss ich auch sagen. Mir gefällt es, passt auch zu dem Fahrzeug. Die Optik entscheidet, ja, natürlich auch mit. Aber das Fahren bei Schnee, ich hatte alles dabei. Du weißt, ich habe den schon jetzt 17.000 Kilometer gefahren, ja, in den letzten 6 Monaten. Da war von Minus bis Plus. Bei Minus habe ich eine Sache, die mir nicht so gut gefallen hat, aber, mhm, absolut akzeptabel ist. Mit der Warmluftverteilung, und die muss ich sagen, im 24er hat sich einiges getan, was im 23er, das ist ja noch das 23er, also da hat sich Mobilwetter nochmal angestrengt, in ein paar Details habe ich schon gesehen und wir haben den auch schon mal vorgestellt. Ja. Das ist für das Preis-Leistungs-Verhältnis ein Top-Fahrzeug. Das ist ja auch einer unserer Bestseller, generell Mobilwetter, aber auch der Crosser an sich. Ja, da hat viele Fans, man sieht ja ganz viele. Und das ist ganz lustig, egal wo man steht in Bayern, du siehst ja euren Kennzeichen halt immer sehr gut mit dem Orange. Ja, ist ja auch. Und dann, wir haben viel gegrüßt. Ich glaube, ich habe gefühlt 5000 Mobilwetterfahrer kennengelernt. Ja. Und das war eine schöne Zeit. Das freut mich, dass du Spaß hattest mit dem Fahrzeug. Ja. Und spannend wird es natürlich, wir lassen die Leute jetzt mal ein bisschen überlegen.
was der Tobi wohl als nächstes fährt. Auch als aus eurem Fuhrpark, steht hinter der Halle. Ich bin gestern umgezogen. Fertig gepackt. Fertig gepackt, und den werde ich euch natürlich extra vorstellen, aber ich gehe back to the roots. Das kleine Stichwort, ich beame mich nicht modelltechnisch, aber aufbautechnisch einer Lösung, die ich vor 35 Jahren zuerst gefahren habe. So lange ist das her? 35 ja. Jahre wird jetzt Jubiläum. Ich weiß, mein Kleiner war 6 Monate, und ja, dann ging es los. Erste Reise. Und viel Schiss in der Buchse, muss ich ehrlich sagen. Paris, Place de la Concorde, bist du schon mal gefahren, sechsspurig? Ich kann nicht mehr raus. Ich wollte gerade sagen, wie lange bist du denn da gefahren? Bist du irgendwann mal bis der Tank leer war. Bis du die Absprung schaffst. Aber ich glaube, das hat jeder erlebt dort. Wenn kommst du nur mit Hupen rüber. Mit Hupen und mit Dreistigkeit. Du musst halt einfach mal rüberziehen und sagen, Augen zu und durch. Das ist leider manchmal auch im Leben. 22, du weißt. Ja. Und dann so Riesenkarren. Der war auch 57 damals. Ah, okay, Schluss. Anekdote gehört dazu. Was mir gut gefallen hat, ist der Doppelboden. Der zieht sich schön durch. Da hast du schön Stauraum drin. Hubstützenanlage, war ich lange geteilter Meinung, weil ich gesagt habe, na ja, das kostet da mal eine Ecke. Aber wenn man das mal gehabt hat. Und die schönen Dinge im Leben gewöhnt man sich immer sehr, sehr schnell. Und das kann ich nur so unterschreiben. Ich habe auch immer gedacht, eine Hubstützenanlage, ja, ist schön, aber man kann auch ruhen. Aber wenn du eine hast, du drückst auf den Knopf und das Ding steht einfach plan. Ja. Ja. Das ist schon genial. Ich werde jetzt dann wieder keilen. Jetzt habe ich keine 18 Zoll mehr. Geht's wieder back zu den 16 Zoll. Das wird schon eine Umstellung, aber ich wollte absichtlich jetzt mal wirklich in der Einsteigerklasse, Budgetklasse unterwegs sein. Erstens, um das Jubiläum zu feiern, so, und ich bin ganz begeistert jetzt schon, bin gespannt. Genau. Also, das ist er, 23er. Wie gesagt, könnt ihr hier auch mieten. Ist schon gut vermietet, darum muss ich mich auch trennen davon. Und den Eugen lasse ich jetzt in Ruhe. Über das Fahrzeug habe ich alles erzählt, alles gesagt. Genau. Und wenn ihr sonst Fragen habt, schaut bei Tobi oder bei uns auf dem Kanal vorbei. Den Cross haben wir ausführlich vorgestellt. Da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Ja. Und wenn da noch Fragen sind, ruft gerne bei uns an, kommt vorbei. Ihr findet uns in Dülm an der Heidener Straße 144. Und nächste Woche, ab Freitag, seid ihr herzlich eingeladen zur Frühlingsmesse. Wir freuen uns auf euch. Das wird super. So, 4 Jahre sind wir jetzt schon beieinander. Wahnsinn, gell? Ich freue mich jedes Mal, wenn du bist. Ich auch. Wir sagen uns das nicht von der Kamera, aber ich glaube, wir haben uns gefunden, und geiles Team. Ich komme immer gern. Neulich habe ich gesagt, das ist mein zweites Zuhause. Das stimmt schon. Das freut mich, dass das mittlerweile so angekommen ist. Ich lasse dich weiterarbeiten. So, ich sage auf Wiedersehen. Adieu. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss, Mobilwetter. Tschüss.